So, wir kommen zum letzten Part von Dora the Explorer, Dora's Got a Puppy, wo wir hoffentlich dieses Spiel abschließen werden, aber ich weiß echt nicht, ob ich es hinkrieg, weil ja, es sich doch als relativ hart erweist, aber gut. Hm? Okay, scheinbar sind jetzt zwei parallele Welten. Wusste, dass hier irgendwas Hartes noch im Hintergrund haben. Okay. Ich muss doch scheinbar Spielszenen zuordnen. Wie bitte? Ach so. Wir sollen die Unterschiede finden. Aha. Das macht Sinn. Oder? Ich weiß nicht. Ich habe einfach blind drauf losgeklickt. Hm? Oh Mann. Also diese Aufgabe ist ja echt richtig unfair. Es ist ja willkürlich ohne Ende. Ich habe keine Ahnung, ey, aber ich habe Glück gehabt. Auch hier erneut. Das nicht, okay. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich rate hier eh nur, wenn ich ehrlich bin. Das hat nichts mehr mit Skills zu tun, kennst du Art und Weise. Ja, aber irgendwie schauen wir es durch Luck fast durch. Ich habe jetzt das letzte zu finden. Oh Mann. Oh, oh, da hat was geleuchtet. Hier etwa? Hier etwa? Aber wo? Ach so! Ja, sag es doch gleich! Das wusste ich nicht. Okay! Ja! Okay. Jetzt haben wir hier noch einen alternativen Weg. Okay, haben wir nur Let's Play. Ja. Aber wir müssen diese Welt nochmal betreten, weil es gab hier noch einen alternativen Weg, ein Secret Ending praktisch, das wir auch noch betreten müssen. Oh, ich bin echt gespannt, was sie für die letzte Welt noch vorhaben. Müssen wir uns erinnern, was wir sahen. Biene. Die könnte hier unten sein. Aber ich glaube Bienen. Aber wobei, das könnte auch der Marienkäfer sein. Ich riskiere es jetzt einfach. Okay. Okay. Allerdings der Marienkäfer, er schaut mich ja noch ein bisschen. Saß der hier drauf? Oder war der hier unten? Das heißt, das saß auf dem Ding drauf, als blinder Passagier. Das vermutet man aber auch nicht. So, jetzt ist diese Steuerung wieder echt hart. Aber es reicht einigermaßen. Und ja! Oh Leute, wisst ihr gleich in der letzten Welt, ich kann es nicht warten. Dann ist nur noch ist dieses Spiel fast vorbei, ja? Dann habe ich es geschafft, tatsächlich. Ich habe es geschafft, diese 100% zu schaffen. Ich kann es nicht belieben. Das hier? Ja! Komm, komm. Es ist jetzt nicht schwierig. Ja, das Ruck ist so gigantisch, aber ansonsten. Reicht das? Reicht das? Ja! Okay. Ja! Wir haben es durchgeschafft. Okay, jetzt gibt es scheinbar ein schlechtes Orchester und ja, es wird erstmal zugehen, dass wir richtig schlau sind. Also, das hier zu schaffen, erfordert auch wirklich viel. Also, ich lobe mich ja nicht selbst, aber das ist schon ein richtiger Skill, dass ich das hier echt durchgeschafft habe. So, die allerletzte Welt, die allerletzte. Das sind wir fertig mit diesem Spiel. Oh, nur noch einmal zusammenreißen. Nur noch einmal. Dann habe ich es geschafft.
Wo soll ich denn das wissen? Was die Zwillinge möchten? Hab doch ich keine Ahnung. Boah, jetzt, das ist aber gelitten, diese letzte Aufgabe. Jetzt müssen wir den richtig zerfetzen. Aber so richtig. Ja, Bananen, wenn sie wohl mögen, oder? Wie alt sind die Zwillinge? Wie alt? Könnten meine Angst sein? Keine Ahnung, ich probier's einfach. Okay. Gut. Hm? Ach so. Die Zwillinge, da könnte... Das hier? Ach so, wir müssen etwas zeichnen, ja. Da gehen wir doch so richtig ab, gell? Oh yeah. Schmetterlingsplage. Was? Warum geht's jetzt nicht mehr? Was? Die Karte ist voll? Och nö. Menno. Ach so. Gut, das sieht doch gut aus. Dann verschicken wir doch diese Karte dazu. Ist das Spiel vorbei? Habe ich es geschafft? Oder ist es alles... Habe ich es geschafft? Ja! Ja! Das Spiel ist vorbei. Ich hab's so gelitten. Okay, Leute, ich bin jetzt echt down. Ich zeige euch kurz, was ich freigeschaltet habe. Nämlich hier habe ich jetzt einen 2-Sterne-Modus freigeschaltet. Da könnte ich theoretisch auch nochmal alles machen. Aber Leute, das geht einfach nicht. Ich habe jetzt die ersten 100% geschaut, das andere wären 200%. Aber das habe ich einfach keine Kraft mehr. Dieses Spiel hat alles aus mir rausgeholt. Alles. Ich bin wirklich froh, dass ich dieses großartige Spiel LP'en durfte. Es ist von der Grafik bombastisch. Battlefield steht sowas von im Schatten davon. Dieser Sound ist der epischste, der jemals komponiert wurde. Und das Gameplay, es ist einfach echt krass. Es ist, als ob Retro Studios hier komplett durchgedreht wäre. Es ist einfach so kompliziert, dieses Spiel, und hat so viele versteckte Sachen und Fallen. Ich hab's wirklich gerade so geschafft. Aber wir haben es ja doch noch irgendwie hingekriegt. Wir haben den Bösen bekehrt, nachdem wir oft gegen ihn gewonnen haben. Und ja, Leute. Ich bin froh, dass ich dieses Spiel geschafft habe. Ein Meilenstein der Videospielgeschichte. Soll euch dieser letzte Part in das Projekt gefallen haben, könnt ihr mich wie immer mit einem freundlichen Daumen hoch unterstützen. Und vielleicht auch einen netten Kommentar schreiben. Oder ein Favo. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie es weitergehen soll auf dem Channel. Weil so ein gutes Spiel werde ich niemals wieder finden. Eventuell werde ich weitere Dora-Spiele holen müssen. Muss ich mal gucken, ob das Entwickler-Studios-Team noch weitere anbietet. Aber ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß bei den kommenden Projekten, auch wenn die längst nicht so gut sind. Aber gut. Bis dann und ciao, Leute.